Alex! Es ist Zeit, um zu trainieren. Nervt dir die Frage, die immer wieder kommt, dass du der Cousin von Thomas Raffel bist? Die werden mir ziemlich oft gestellt, aber nerven tut es mir eigentlich. Wie bereitest du dich auf ein Training vor? Gibt es irgendwelche Abläufe, die immer gleich sind? Normalerweise schlafe ich gut vom Training. Ich schaue, dass ich immer was Ordentliches ist, sonst wird man schlecht und dann habe ich keine Kraft beim Training und gehe ein. Der Papa hat ja auch extrem lang gespielt. Ja. Michi spielt in der NHL, ja. Thomas spielt. Wer ist da dein Vorbild? Mein Vater. Ja? Warum? Weil der das einer der wenigen war, der es geschafft hat, das Eishockey und die berufliche Karriere zu verbinden. Und man kann wirklich sagen, dass er es geschafft hat. Was studierst du? Auch Jus. Ja? Ja. In Salzburg, aber, oder? Nein, es ist also ein Fernstudium über Linz. Ja. Und es ist also ein Multimedia-Studium, aber wenn man sich reinhängt, dann funktioniert das ganz gut. Bist du auch sonst jemand, der gerne in der Küche steht? Jetzt, oder? Wer kann gut kochen in der Mannschaft? Boah, da zieht's ja nicht. Wenn du die Wahl hast, Lauftraining oder Krafttraining, für was entscheidest du dich? Krafttraining. Wenn mir das Laufen mit der Zeit zu langweilig wird. Kurze, schnelle Läufe ist okay, aber so eine Ausdauerlaufeinheit, das mache ich eher ungern. Was ist deine Lieblingsdisziplin oder Lieblingsübung in der Kraftkammer? Klimmzüge und Bankdruck und Liegestütz, das sind meine Disziplinen. Warum lachst du dabei? Weil gibt's auch jeder Geschichte? Weiß, dass die Fehler halt das gut kennen. Wie wird da aufgelegt, wenn du Bankdruckst? Immer 10 Kilo mehr als die anderen. Ja. Das ist das Ziel. Auch mehr, 10 Kilo mehr als dein Cousin. Weiß nicht, ich glaube circa gleich sogar. Wirklich? Ja. Der braucht das nicht unbedingt, der ist so schon ein Büffel. Körperlicher Vorbild für dich? Für jeden, glaube ich. Der ist das Ideal. Habt ihr vielleicht auch so viel Verkehr wie da in Salzburg? Nein. Gott sei Dank nicht. Das ist alles schön easy, da gibt es auch Straßen, das ist ungefähr so wie die Alpenstraßen, aber sonst ist das gar nichts. Wenn du in 5 Jahren die Zeitung aufschlagst, welche Überschrift willst du dann lesen über dich? 7. Meistertitel in Folge. Ja? Das heißt, du willst in Salzburg bleiben? Unbedingt. Das gefällt mir da. Die Stadt ist super. Ich habe Familienwurzeln in Salzburg. Meine Mutter ist aus Salzburg und meine Großeltern. Und somit ist das ein bisschen so quasi meine zweite Heimat. Wie geht's da mit den neuen Teamkollegen, die jetzt dazugekommen sind? Gut. Ja. Ich muss sagen, ich habe selten so einen lässigen Leute gesehen wie heuer. Ja. Ja. Echt lockere, liebe, lässige Typen. Sind echt alles geschmeidige Leute. Ich habe schon gehört, dass Andi Christler Kabinen-DJ ist. Hätte er sein sollen, ja, eigentlich, aber bis jetzt hat er seinen Job nicht wirklich gut erledigt. Nicht? Müsste mehr zahlen. Ich weiß nicht, der vergisst immer sein Handy anzustecken, deswegen macht es dann ab und jetzt an der Balle im Moment. Ja? Meistens der Balle oder der Mampe. Oder was wird dann für Musik gespielt? So, von Hip-Hop bis Techno. Alles. Was gibt es bei dir zum Frühstück? Je nachdem, ob ich was daheim habe, wenn ich was daheim habe, dann gibt es eine Brote mit vielleicht eine Erdnussbutter oder Erdnussbutter und Marmelade. Ganz fancy. Und vielleicht ein paar Heidelbeeren drauf. Wenn es ganz fein ist. Ich muss da mal versuchen. Muss ich mal ausprobieren. Das schmeckt richtig gut. Ja. Schönes Training. Hab mich gefreut. Alles Gute und bis bald. Danke, bis bald. Hau rein. Mama.